Frau Horstmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theologie der Technischen Universität Dortmund. Und ich habe Ihnen ja auch schon ein paar Veröffentlichungen genannt, nämlich 2021, das heißt, es wird noch erscheinen, religiöse Gewalt an Tieren. Dann in diesem Jahr, was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? Und alles, was atmet, eine Theologie der Tiere. Die ist zusammen herausgegeben mit Autorenschaft von Thomas Ruster und Gregor Taxacher. An der Stelle darf ich nochmal ganz besonders auf Herrn Ruster hinweisen, der ja hier auch bei uns in der Teilnehmerschaft ist. Schön, dass auch Herr Ruster Zeit gefunden hat, hier dabei zu sein. In dem Buch kann man Folgendes lesen. Dieses Buch ist aus Liebe zu den Tieren entstanden und will die Liebe zu den Tieren wecken. Daraus erwächst dann vielleicht ein Beitrag zur Tierethik, der tiefer geht als die Diskussion um die Fähigkeiten und die Rechte und die Würde der Tiere, der vielleicht mehr erbringt als eine abstrakte ökologische Verantwortung. Ich denke, das spielt sehr gut auch in die Richtung, in der wir in an der Akademie gehen und gehen wollen. Wir haben ja 2019 auch ein Seminar gemacht mit dem amerikanischen Theologen Thomas J. Ord. Was wir lieben, schützen wir. Daraus wollten wir auch schon sagen, Wissen allein genügt nicht, sondern wir müssen eine emotionale Beziehung auch zu der Tierwelt, zur Umwelt haben. Und das spielt also genau in unsere Hände und darum freue ich mich, dass Sie dies aufgreifen. Aber in Ihrem Buch ist auch noch ein anderer Aspekt enthalten. Ich zitiere nochmal, eine Theologie der Tiere wird deren konkrete Transzendenz, ihr Anderssein, ihre Befremdlichkeit und die Entzogenheit ihres Innern achten und in ihr der Spur des ganz anderen nachdenken. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ich weiß nicht, ob der heute Abend vorkommen wird. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Frau Dr. Horstmann, bitteschön. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die freundliche Einführung, lieber Herr Peitz. Ich schalte einmal direkt auch meine PowerPoint-Folien frei, wenn ich das denn darf. Ich glaube, da muss ich noch einmal Sie darum bitten, das zu aktivieren. Alles klar. Also ich hoffe, Sie können die Folien sehen. Dann sehen Sie auf jeden Fall auch schon, dass mein heutiger Vortrag überschrieben ist mit dem Titelstichwort Wildwechsel. Also der Begriff ja, deutet schon an oder soll andeuten, dass ich versuchen werde, einige theologische Schlaglichter, insbesondere eben auf die ökologisch relevanten Konfliktsituationen zwischen Menschen und anderen Tieren zu werfen. Das ist ja in der Regel auch das, was wir mit dem Begriff Wildwechsel in der Regel in Verbindung bringen, da wo er uns heute begegnet und da wo er uns auch sprachlich noch geläufig ist, dass man also üblicherweise die Vorstellung damit verbindet, dass beispielsweise tierliche und menschliche Lebens- und Wohnräume sich etwa überschneiden und dass diese Situation zu Interessenskonflikten oder zu anderen Konflikten führt und dass sich dementsprechend auch Vorstellungen davon auch ganz stark symbolisch überhöhte Vorstellungen davon, was wir unter Natur auf der einen und Kultur auf der anderen Seite verstehen, in Bewegung geraten. Und weil unsere Dortmunder Tiertheologie, von der gerade ja schon die Rede war, und ich sage vielleicht nochmal dazu, dass der Band natürlich auch gewisse auch sozusagen interne sachliche Konflikte abbildet und vielleicht auch ein paar Divergenzen in unseren Meinungen abbildet. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht anders, wenn man zusammenschreibt. Aber eine Grundlinie, die unsere Dortmunder Theologie seit einiger Zeit schon verbindet, ist der Versuch, diese Theologie der Tiere von konkreten Erfahrungen her zu denken und zu entwickeln. Und das habe ich mir in gewisser Weise auch für heute zu Herzen genommen und beginne deswegen also sehr praktisch, sehr erfahrungsbezogen mit einer schon etwas älteren Erfahrung, die ich gemacht habe und die man vielleicht mit diesem Begriff des Wildwechsels in Verbindung bringen kann. Die Erfahrung geht zurück auf eine Begebenheit in Nordfinnland, sogar noch etwas nördlicher des eigentlichen Polarkreises. Da waren wir 2012, also vor etwas mehr als 8 Jahren. Und waren da unterwegs, mein Mann und ich waren da unterwegs, in einem wirklich sehr spärlich, sehr dünn von Menschen besiedeltem Gebiet. Das waren vielleicht 30, 40 Kilometer außerhalb der in dem Gebiet einzigen größeren Stadt, Rovaniemi, nämlich in Nordfinnland. Ja, und was uns da passiert ist, will ich mal ganz kurz mit einem Bild zeigen. Genau, das sehen Sie nämlich hier. Also man sieht nicht nur eine sehr dreckige Windschutzscheibe, sondern man sieht auch ein Rentier, das uns da auf der anderen Straßenseite entgegenkommt. Und
Ja, es ist häufig so, dass diese Straßen sehr oft in Nordfinnland von auch den Rentieren dort verwendet werden. Wahrscheinlich deswegen, weil sie sich auf den offenen Straßen, den asphaltierten Straßen, nicht wie sonst möglicherweise in Ästen oder Büschen mit ihrem Geweih verheddern und da Gefahr laufen, eben nicht so gut voranzukommen wie möglicherweise auf einer Straße. Und diese Begegnung, die ich hier fotografiert habe, die verlief so, dass wir zunächst mal in unserem Bulli das, ne, gemerkt haben, dass uns da so ein großes Tier entgegenkommt. Wir sind dann entsprechend jetzt mal langsamer geworden, haben dann auch angehalten. Und ich habe dann durch das Feld Foto aufgenommen und auch die beiden Folgefotos, die Sie hier sehen, die also nacheinander entstanden sind. Und ich muss dazu sagen, meine Erinnerungen daran sind, wie gerade schon erwähnt, nun auch schon etwas älter. Ich weiß aber noch, dass ich versucht habe und ja auch darauf gehofft habe, irgendwie mit diesem Rentier zu interagieren, also mit ihm zu sprechen, irgendwie mit ihm Kontakt aufzunehmen. Faktisch ist die Situation aber so verlaufen, dass dieses Rentier überhaupt keine Notiz genommen hat. Also wirklich gar keine. Es ist einfach an uns vorbeigelaufen, hat nicht mal aufgeschaut. Vielleicht hat es uns auch schon viel zu früh wahrgenommen und als irgendwie unbedrohlich ja, abgehakt gewissermaßen. Und ich erzähle das deswegen heute so ein bisschen anekdotenhaft, vielleicht am Anfang. Tatsächlich auch aus der Tatsache heraus, weil es mir ein bisschen unangenehm ist und weil diese Situation gewisse Schieflagen mit sich bringt. Also einerseits deswegen, weil ich mich hier etwas unwillkürlich und sicher auch ungewollt, aber faktisch muss man das, glaube ich, so sagen, etwas in der stereotypen Rolle so einer Safari-Touristin wiedergefunden habe, die ja durch das Autofenster heraus versucht, Kontakt mit exotischen wilden Tieren zu finden. Und die das vielleicht auch deswegen tut, weil sie ja eigentlich weiß, dass es typisch für die Wildnis ist. Sie merken, ich arbeite jetzt schon mit den Einklammerungen, weil diese Begriffe natürlich auch mitunter schwierig sind. Das ist also typisch für unsere Vorstellung von Wildnis, ist, dass der Mensch darin einerseits nur ganz am Rande vorkommt, aber dann doch Mittel und Wege in der Regel findet, um sich in den Vordergrund zu drängen. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich an mir in dem Moment beobachten konnte. Und andererseits wird man natürlich auch sagen müssen, dass meine spontane Reaktion in dieser Situation auch deswegen von einer Schieflage geprägt war, weil die allermeisten Rentiere in Finnland faktisch ja gar keine Wildtiere, zumindest im engeren Sinne sind, sondern eben auch gezüchtet werden, von Menschen gehalten, teilweise gefüttert werden und in der Regel eben auch von Menschen getötet werden. Es gibt natürlich, wenn man sich die Forschungsdiskussionen anschaut, unterschiedliche Definitionen, was man eigentlich genau meint, wenn man von Wildtieren spricht, die also entweder dabei ansetzen zu sagen, die Tiere sind als Wildtiere zu bestimmen, die in unberührten Regionen leben. Es gibt andere Definitionsansätze, die sich eher dispositionell oder konstitutiv bezeichnen, weil sie entweder auf das Verhalten der Tiere abheben, also etwa auf das Merkmal, dass Wildtiere dadurch gekennzeichnet sind und dadurch definiert werden, dass sie nicht gezähmt seien. Oder eben, wie im Fall der zweiten möglichen Formen der Definition durch die Tatsache, dass sie Wildtiere sind, aufgrund einer ja, Nichtbeeinflussung durch den Menschen. Die Tatsache, dass sie halt nicht gezüchtet wurden in ihrer ontogenetischen, auch vor allen Dingen phylogenetischen Entwicklung. Und je nachdem, wie eng man hier definiert, wie fein sozusagen diese Art der jeweiligen Definition greift, kommt man, wenn man das mal in einem globalen Maßstab betrachtet, nach Schätzung ungefähr auf einen Anteil von Wildtieren unter allen anderen Tieren dieses Planeten, eben einschließlich des Menschen natürlich von ungefähr 5-3%. Das ist also, wenn man das prozentual sich so vor Augen führt, erstmal unfassbar wenig. Und damit hängt dann noch ein weiterer Aspekt zusammen, nämlich die Tatsache, dass wir oft ein ja, einfach unrealistisches Bild der sogenannten Wildtiere haben. Ich das vielleicht in dem Moment auch hatte, weil wir ja nicht ohne Grund, Frau Kater hat es ja auch schon angesprochen, spontan eher an die größeren Säugetiere denken, wenn wir den Begriff Wildtier hören und dabei übersehen, dass der mit Abstand größte Teil der Wildtiere eben aus den wirbellosen Tieren besteht, also aus Insekten etwa, aber zum Beispiel auch aus Vögeln und aus Amphibien. Und was wir eben auch sehr gerne übersehen, ist,
das tatsächlich unvorstellbare Leiden vieler Wildtiere. Also das ist auch was, was mir erst relativ spät, auch beim Wiederbetrachten dieser Fotos aus Finnland, vor Augen geführt wurde. Das ist für mich in dem Moment, eben vor knapp, ja, mehr als 8 Jahren einfach nur eine relativ idyllische Begegnung war. Und wenn ich mir dieses Tier jetzt nochmal angucke, da kann ich jetzt auch nur spekulieren, aber man sieht ein relativ mitgenommenes Fell. Das mag am jahreszeitlich bedingten Fellwechsel liegen. Es mag aber auch darauf zurückzuführen sein, dass das Tier in Kämpfe verwickelt war. Das weiß ich nicht genau. Ich will damit nur sagen, dass wir vielfach also ein regelrecht glorifizierendes, zumindest aber ein idyllisches Bild vom Leben der sogenannten Wildtiere haben. Und dass gerade dieses Stereotyp auch genau das ist, was sich häufig auch die Jägerlobby vielfach in meinen Augen auch missbräuchlich zunutze macht, wenn sie behauptet, dass es den Tieren vorher heißt, also bevor sie dann von Jägern erschossen werden, dass es ihnen gut gegangen sei. Das ist schlichtweg falsch. Das muss man, glaube ich, auch so klar sagen. Oder zumindest eben eine krasse Ausnahme. Wildtiere leben in der Regel ein Leben, das wirklich geprägt ist von Hunger, von Durst, von vielfach ununterbrochener Angst, von Krankheiten, von Verstümmelungen, von einem ganz häufig auch frühen Tod, schon im frühesten Kinder- oder Jugendalter an oder von einem Tod bei vollem Bewusstsein. Und hinzu kommt eben auch noch, und da denke ich ein bisschen an das Vorgespräch, was ich mit Herrn Peitz schon vor einiger Zeit zu dieser Veranstaltung hatte, dass meine bisherige theologische Standarddeutung, wenn ich das mal so sagen darf, für Tierbegegnungen hier nur ganz bedingt aufging, nämlich die Deutung, dass wir in der Begegnung mit anderen Tieren oft sowas wie Gnadenerfahrungen machen können, die für Theologen und für Theologinnen natürlich deswegen besonders interessant sind, weil sie eine gewisse strukturelle Nähe von Tier- und Gotteserfahrung unterstellen. Was ich aber gleichwohl mitgenommen habe, ist etwas anderes, das theologisch vielleicht für den Moment noch gar nicht allzu überhöht oder überhöhbar scheint, das aber nicht weniger wichtig ist, nämlich die Erfahrung, dass da zunächst mal ein Tier, ein Wildtier, wenn ich das so sagen darf, war, das keine Angst vor uns hatte. Und das passiert relativ selten. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Nach dieser ersten, vielleicht etwas anekdotenhaften Hinführung stehe ich jetzt in gewisser Weise vor der auch für heute schon entscheidenden Frage, woran sich überhaupt anknüpfen ließe, wenn ich mich jetzt dezidiert theologisch zur Wildtierfrage äußern möchte. Niklas Luhmann, der mein eigenes Denken und Arbeiten über zumindest einen langen Zeitraum begleitet hat, hat dazu einmal eine Beobachtung formuliert, die in gewisser Weise für Theologen und Theologinnen etwas niederschmetternd ist, die aber auch in meinen Augen etwas sehr Richtiges auf den Punkt bringt und das in der Art und Weise macht, die Luhmanns Texten häufig zu eigen ist, nämlich mit einer subtilen, aber doch beißenden Ironie daherkommt. Luhmann schreibt nämlich in einem schon etwas älteren Buch zur ökologischen Kommunikation, in dem klappert er gewissermaßen die einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme ab und befragt sie daraufhin, was sie zur Ökologiefrage beizutragen haben. Und in dem Rahmen kommt er auch auf die Theologie, schrägstrich auf die Religion zu sprechen und schreibt, auch Theologen werden zu Diskussionen eingeladen, die sich mit Umweltthemen befassen. Das haben wir ja auch heute hier gewissermaßen in Realform vor uns. Ihre Beiträge zur ökologischen Diskussion bleiben, sagt Luhmann, aber gleichwohl mehr als dürftig. Weithin wiederholen sie nämlich nur, was ohnehin gedacht und gemeint wird, ohne spezifisch religiösen Bezug. In konkreten Bildern und Worten, Mahnungen und Appellen verbergen sich Allgemeinplätze, die sich den wirklichen Problemen nicht stellen. Wer so formuliert, schreibt Luhmann, kann es ebenso gut auch sein lassen. Das ist also eine relativ vernichtende Kritik, die vor allen Dingen darauf abzielt, dass die ökologische Theologie oder zumindest, wie Luhmann das sagt, die Theologen und Theologinnen, die sich zu ökologischen Themen äußern, unter einer vielleicht erstmal eigenartigen, aber doch einer Religionsabstinenz zu leiden scheinen oder zumindest gar nicht mehr sagen können, was ihren eigenen theologischen beziehungsweise eben auch religiösen Zugang zu den ökologischen Fragen wirklich ausmacht. Und ganz ähnlich fällt in gewisser Hinsicht auch eine deutlich jüngere Diagnose von Stefan Schleisinger und Herwig Grimm aus. Herwig Grimm ist vielleicht über seine Arbeit an der Uni Wien bekannt. Beide haben untersucht, worin das Proprium Proprium theologischer Beiträge generell und auch das Proprium kirchlicher Verlautbarungen zur Tierethik besteht. Und sie kommen zu folgendem Ergebnis.
Man muss vielleicht noch einschränkend dazu sagen, dass die das Material, was Schlesinger und Grimm untersucht haben, vor allen Dingen der evangelischen Theologie bzw. Kirche entstammt. Das würde in dem Fall tatsächlich einen Unterschied machen mit Blick auf den auf das konkrete Thema, was wir hier besprechen und was Schlesinger und Grimm auch im Blick haben, nämlich eine theologische Tierethik, wird man dem, was sie hier beobachten, aber auch theologischerseits, katholischerseits zustimmen können. Sie schreiben nämlich, Zitat, der wichtigste Punkt ihrer Ergebnisse ist jedoch sicherlich, dass die kirchlichen Stellungnahmen die verantwortlichen Akteure mit einem ausgeprägten Bewusstsein für die praktischen Zwänge ins Zentrum setzen. Das heißt, als Proprium einer solchen theologischen Tierethik erscheint in den Augen von Schlesing und Grimm daher die Instrumentalisierung von nichtmenschlichen Tieren, das ist jetzt meine Begriffsverwendung, bei denen heißt es schlichtweg nur Tiere, also die Instrumentalisierung von Tieren als, Zitat, unvermeidbare Grundkategorie. Ja, in gewisser Weise scheint also das, was Schlesing und Grimm hier beobachten, das zu bestätigen, was auch Luhmann schon im Vorfeld uns hier präsentiert hat. Aber die beiden Autoren formulieren diese Beobachtung anders als Luhmann, nicht als Kritik, ganz im Gegenteil. Also das, was sie hier als Aufgabe einer theologischen Tierethik hervorheben, ist ja im Wesentlichen das, was Luhmann als Ausfall einer eigenen theologischen Perspektive bestimmt hat, nämlich die fast schon überschussfreie Identifizierung von, ich würde sagen, vermeintlichen praktischen Notwendigkeiten mit dem normativen Anspruch der theologischen Ethik. Eine solche Ethik hätte demnach wenig mehr als die Versöhnung des Menschen mit den praktischen Zwängen seiner Lebenswelt zur Aufgabe. Und das heißt für Schlesing und Grimm eben insbesondere auch, dass eine solche theologische Ethik uns an den Gedanken gewöhnen soll, dass gerade die Instrumentalisierung von anderen Tieren unvermeidbar sei. Also der Standpunkt, den ich generell, aber auch eben hier heute vertrete, ist in gewisser Perspektive vollkommen diametral zu dem, was wir gerade gehört haben, angelegt. Ich werde also versuchen, einerseits eine noch eher allgemeine und grundsätzliche Antwort auf das Problem der Interessenskollision zu geben, die möglichst deutlich und auch dezidiert theologisch argumentiert, die aber auch deswegen vielleicht etwas ungewohnt ausfallen könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich diese theologische Sicht zunächst aus einer deutlich religionskritischen Perspektive zu entwickeln suche, indem ich vor allen Dingen auch danach frage, inwieweit religiöse Motive der Tradition bis heute verwendet werden, mehr oder weniger reflektiert verwendet werden, um Gewalt an anderen Tieren zu rechtfertigen. Ich möchte dazu aber nun erstmal keinen allzu steilen, gewissermaßen prinzipienethischen Zugang wählen, sondern will zunächst einmal ganz simpel einen Blick darauf werfen, welche Schemata unsere Wahrnehmung von Wildtieren prägen, um dann zu überlegen, inwiefern diese Schemata auch theologisch gefärbt sind. Und dazu habe ich erstmal recht willkürlich seit ungefähr einer Woche zusammengestellt, welche Meldungen zu Wildtieren in den einschlägigen Online-Medienportalen zu finden waren. Das ist sicherlich auch nicht erschöpfend, aber wir können es uns mal anschauen. Da finden Sie zum Beispiel vom 29. November folgende Meldung: aus Dienstlaken, Wildschwein randaliert und sorgt für Polizeieinsatz. Das ist so, scheint mir so ein ganz klassisches Narrativ zu sein, dass also Tiere hier fast schon kriminalisiert werden. Das ganz klar ist, die Interessenskollision sieht so aus, dass das Wildtier in den Bereich des Menschen eindringt und dann, wie der Begriff hier auch lautet, dort randalieren würde. Und zwar so weit, dass am Ende die Polizei gerufen wird, dass Menschen sich in Sicherheit bringen müssen oder flüchten müssen. Der Beitrag weicht aber auch so ein bisschen auch von diesem klassischen, fast schon kriminellem Narrativ ab und äußert am Ende auch Bedenken. Da werden einige Online-Nutzer, die diese Meldung offenbar auf Facebook gesehen haben, zitiert, die also, wie der Artikel sagt, Mitleid mit dem flüchtenden Tier hatten, das sich offenbar verlaufen hatte und so weiter. Das ist vielleicht nochmal ein Bruch in diesem klassischen Narrativ. Was wir auch gefunden haben vom 24.11. Spiegel Online, ist es hier eine Meldung aus Tschechien. Hirsch entwaffnet Jäger und flüchtet mit Gewehr am Geweih. Eine fast unglaubliche Geschichte.
Ein ähnliches Narrativ auch in dieser Meldung von Welt.de war es, glaube ich, genau. Unglaublich, Mann rettet Hund aus Maul eines Alligators. Um seinen Hund zu retten, hat sich in Florida ein Hundebesitzer mit einem Alligator angelegt. Und das Ganze wurde offenbar gefilmt. Nochmal eine relativ junge Meldung aus dem Bundesstaat Massachusetts in den Staaten. 40 Meeresschildkröten wurden per Flugzeug in Sicherheit gebracht, weil sie offenbar im Verdacht standen, sich also in sozusagen falschen Gebieten aufgehalten zu haben, unterkühlt gewesen zu sein. Und man drückt, wie der Text es sagt, alle Flossen für diese Tiere. Und eine letzte Meldung vielleicht, die ist nicht unbedingt oder nur bedingt wildtierspezifisch, aber ich will sie doch mal ansprechen, weil sie ja einfach die medialen Diskurse zu Recht auch aktuell stark in Anspruch nimmt. Da geht es also um die, wie wir aktuell, glaube ich, mittlerweile wissen, oder wie man aktuell, glaube ich, sagen muss, um die rechtswidrige Tötung von mehreren Millionen Nerzen in Dänemark. Über die hat unter anderem, und daher habe ich jetzt auch das Bild und den Text, die FAZ berichtet. Das sind nun eben Tiere, die hier dezidiert als Zuchttiere präsentiert werden, also auch semantisch so geframed werden, was immerhin oder wahrscheinlich so viel heißen soll, wie sie sind dafür da, um getötet zu werden. Faktisch muss man natürlich auch sagen, ist der amerikanische Mink erst seit relativ kurzer Zeit ein sogenanntes Zuchttier. Also mit dem Beginn der industriellen Pelzfarm im 20. Jahrhundert etwa. Deswegen erlaube ich mir auch den Schlenker. Und es ist interessant, in diesem Bericht zu schauen, also nicht nur, weil man sich vielleicht wundert darüber, dass Menschen in der Lage sind, derart monströse Tierfarmen als Investition in die Zukunft zu verstehen oder zu begreifen, sondern vor allen Dingen auch, weil hier tatsächlich nochmal theologische Momente vorkommen, vor allen Dingen in Form von teleologischen Strukturen. Also es heißt in dem Bericht, der dieses Schicksal der Tiere im Wesentlichen gar nicht aufgreift, sondern sich eher Gedanken darüber macht, wie die Pelztierindustrie in Dänemark sich von diesem schrecklichen Schlag erholen soll, dass schon vor Corona, ich zitiere mal aus dem Bericht, schon vor Corona war der November in den Kalender der Nerzzüchter für die Keulung dieser Tiere vorgesehen. Dass das, was aber ursprünglich schon so vorgesehen war, jetzt nochmal von einem anderen Hintergrund genauso passiert, für die Tiere ja, ist es im Wesentlichen das gleiche Schicksal, fühlt sich für die Besitzerin in Anführungsstrichen an. Also der Ausbruch gewissermaßen aus dieser teleologischen Struktur, dass die Tiere dafür da sind, um sie irgendwann nach relativ kurzer Zeit um ihres Pelzes willen zu töten, der sorgt hier offenbar für große Irritationen. Das heißt, in diesen Meldungen steckt dem ersten Augenschein nach erstmal wenig Theologie. Sie tragen aber beim näheren Hinschauen, denke ich auf jeden Fall, relativ starke Reflexe von theologischen Diskursivierungen. Und die interessieren mich eben auch im Folgenden. Am stärksten vielleicht da, wo über Rettungen berichtet wird, aber auch da, wo es um Vorstellungen von Natürlichkeit beziehungsweise wie gerade eben von teleologischen Strukturen geht, die also auf ein immer schon feststehendes Ziel hin angelegt sind. Und die kommen hier insofern vor, dass insbesondere die Momente ihrer Unterbrechung aufgegriffen werden. Mit anderen Worten wird man wohl sagen können, die Beiträge berichten bei diesen Tieren, bei diesen Wildtieren, gerne über Ausnahmefälle, selten aber über das gewissermaßen übliche, menschengemachte Schicksal dieser Tiere. Auch das Wildschwein kommt hier nur vor, weil seine Geschichte gut endet. Und selbst der im Text noch erwähnte Jäger wird hier als jemand präsentiert, der es eigentlich gut mit dem Tier meint. Der US-amerikanische Philosoph Kerry Wolf hat einmal von der Logic of the Pet gesprochen, also der Haustierlogik. Um darauf hinzuweisen, dass diese Rettungsgeschichten stets die eine Ausnahme repräsentieren. Also das eine Tier, das seinem Jäger oder eben dem Schlachter entkommt, um mit diesem Narrativ zugleich rechtfertigen zu können, dass alle anderen Tiere, also viele Millionen und Milliarden Tiere, das genau gegenteilige Schicksal erwartet, von dem dann aber in der Regel nicht mehr berichtet wird. Und diese ersten Bemerkungen und Beobachtungen möchte ich im Folgenden weiter systematisieren und vielleicht zunächst nach dem Ort von Wildtieren innerhalb der Theologie fragen. Und damit stehen wir
in gewisser Weise bereits vor einem ersten Problem, denn man kann eigentlich sagen, Wildtiere gibt es in einer gewissen Hinsicht theologisch überhaupt nicht. Das heißt, die wirklich wilden, und damit meine ich jetzt in dem Fall vor allen Dingen die fleischfressenden Wildtiere, bilden einen eigenartigen blinden Fleck innerhalb der klassischen Theologie. Herr Thomas von Aquin, der sich jetzt bekanntlich auf die aristotelische Philosophie gestützt hat, kann man zum Beispiel in seiner Summa Theologiae Folgendes nachlesen. Unter allen Gebrauchmachungen aber scheint die am meisten notwendig zu sein, dass die Tiere die Pflanzen und die Menschen die Tiere zur Speise gebrauchen, was nicht geschehen kann, ohne sie zu töten. Darum ist es erlaubt, sowohl die Pflanzen ums Leben zu bringen, zum Gebrauch für die Tiere, als auch die Tiere zum Gebrauch für die Menschen und das, wie Thomas sagt, sogar aus göttlicher Anordnung heraus. Also Thomas erläutert hier unverkennbar die aristotelische Vorstellung einer Scala Naturae, also diese stark vereindeutigende Vorstellung einer teleologischen Stufenfolge der Lebewesen, der zufolge das vermeintlich niedere dem jeweils höheren Tier zur Nahrung dienen solle. Und diese Scala Naturae lässt in der Tat überraschenderweise keinen Platz für fleischfressende Tiere. Diese Tiere fallen also, obgleich sie doch schon selbst für die Lebenswirklichkeit des Thomas, wie schon auch für die des Aristoteles, etwas gänzlich Vertrautes dargestellt haben dürften, vollständig aus dem hier vorgeschlagenen Muster heraus. Das heißt, das Irritierende der wilden Tiere, der fleischfressenden Tiere, ist ihre vermeintliche Naturwidrigkeit in theologischer Hinsicht. Thomas wusste natürlich, dass einige Wildtiere andere Tiere jagen und töten, und trotzdem kommt es genau das eben bei ihm hier nicht vor. Und dieser Fährte möchte ich ein Stück weit folgen und einmal fragen, warum das eigentlich so ist, woher diese Ausblendung, woher dieser blinde Fleck innerhalb der Theologie rührt. Ja, greife ich zurück auf die Thesen und die Beobachtung des US-amerikanischen Mediävisten Carl Steele, der sich ebenfalls mit dieser Frage befasst hat. Und er hat seine Ergebnisse in einem, wie ich finde, wunderbar klugen Buch mit dem ja, sprechenden Titel How to Make a Human präsentiert. Und auf diesen Band beziehe ich mich jetzt. Und eine Beobachtung, die Steele zum Ausgang seiner Arbeit macht, ist die Tatsache, dass mittelalterliche Texte, mit denen er als Mediävist befasst ist, insbesondere die theologische Gattung der sogenannten Bußbücher, also die Libri Poenitentialis, überraschend rigoros mit der Bewertung von Aasverzehr durch Menschen sind. Das scheint erstmal eine etwas abseitige Perspektive zu sein. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen, das Steele auch selber nennt. Das stammt aus den frühmittelalterlichen Annalen von Fulda. Diese verzeichnen nämlich einen Vorfall aus dem 9. Jahrhundert, aus der Zeit einer Hungersnot, bei der eine hungernde Familie im Thüringer Wald nach Nahrung sucht. Das ist wirklich eine gruselige Geschichte. Es geht so weiter, dass der Vater sich dann ja, aus voller Verzweiflung heraus dazu entscheidet, sich dazu durchringt, dass er und seine Frau das gemeinsame Kind, was bei ihnen ist, töten und essen sollen. Um das Kind aus der Sicht der Mutter zu töten, bringt der Vater es deswegen tiefer in den Wald und er bemerkt dabei zwei Wölfe, die ein totes Reh fressen. Er verscheucht dann mit welchen Mitteln auch immer diese beiden Wölfe und rettet mit dem Fleisch des schon toten Rehs seine Familie. Das heißt, wir haben damit einen Prototyp jener Fälle vor uns, für die Steele sich in seinen Arbeiten interessiert. Wildtiere töten ein anderes Tier, Menschen essen dieses schon vorher getötete Tier. Und die Frage ist, was passiert eigentlich? Und das, was Steele beobachtet und was ich höchst interessant finde, ist, dass in dem Fall diese Annalen von Fulda, aber auch viele andere einfach normativ wirksame Texte, vor allen Dingen des Mittelalters, aber auch schon davor, aufs Schärfste diese Handlung des Aasverzehrs verurteilen. Es geht diesen Texten also gar nicht darum, etwa, so, weiß nicht, Gott für die Rettung in letzter Sekunde zu preisen oder den Vater dafür zu kritisieren, dass er auch nur darüber nachgedacht hat, sein eigenes Kind zu töten, sondern diese Episode endet in diesem mittelalterlichen Text damit, dass eine faktisch ja rettende Mahlzeit als zutiefst moralisch korrumpiert und als illegal verurteilt wird. Und Steele fragt, warum, woher rührt diese irritierende und wirklich extreme Verurteilung? Seine Antwort lautet,
tötende Wildtiere stellen relativ offensichtlich den menschlichen Anspruch auf Suprematie in Frage. Und zwar insbesondere das Privileg des Tötens, das der Mensch in aller Regel für sich in Anspruch nimmt, um sich als Mensch zu begreifen. Daher erklärt sich im Grunde auch der Titel seiner Arbeit. Das ist auch der Grund, warum diese Texte den Unterschied zwischen legitimem und illegitimem Fleischverzehr daran festmachen, ob diese Tiere vom Menschen getötet wurden oder eben von anderen Tieren. Steele schreibt, dass das, was diese Texte interessiert, der Umstand des Todes der Tiere ist. What matters is how they die. Also jedwede Form tierlicher Agency, die sich daran zeigt, dass Tiere, eben auch andere Tiere töten, ist etwas, mit dem diese Texte auch aus einem theologischen Grund heraus nur schwer umgehen können. Weil sie Tiere, die andere Tiere töten, als Angriff auf die menschliche Vorherrschaft verstehen. Steels Arbeiten sind in meinen Augen auch deswegen so brisant, also theologisch brisant, weil sie nahelegen, dass sich die Theologie nahezu ungebrochen, gewaltlegitimierend gegenüber anderen Tieren verhalten hat. Und da sind wir in gewisser Weise wieder bei der Diagnose von Schleising und Grimm, die ja davon gesprochen haben, dass die theologische Ethik dazu beitrage, die Instrumentalisierung von Tieren als eine, wie es bei den beiden hieß, unvermeidbare Grundkategorie zu verkaufen, also Gewalt zu legitimieren. Und Steele weist uns eben darauf hin, dass der Sinn dieser in vielerlei Hinsicht eben auch religiös getragenen, was der Sinn dieser in vielerlei Hinsicht religiös getragenen Gewalt ist. Sie dient nämlich vor allem dazu, die Vorrangstellung des Menschen zu behaupten und sie in jedem einzelnen Gewaltakt neu zu stabilisieren. Was ja im Übrigen auch nur deswegen notwendig ist, weil diese vermeintliche Sonderstellung selbstverständlich der Sache nach vollkommen haltlos ist. Der Mensch, so schreibt Steele, ist ein Effekt und nicht die Ursache der Gewalt an Tieren. Letztlich beobachtet Steele also einerseits, dass fleischfressende Wildtiere ein konzeptionelles Problem für diese Logik darstellen. Er rekonstruiert aber auch, wie theologische Texte dazu beigetragen haben, den Menschen, insbesondere den Menschenkörper, als nicht verzehrbar zu verstehen. Also das biblische Bild von Jona im Walfischbauch steht prototypisch für diese ökologisch zunächst mal vielleicht etwas abstruse, theologisch aber durchaus vertretene Vorstellung, dass der Mensch zwar alles essen, selber aber nicht gegessen werden könne. Selbst dort, wo diese quasi naturrechtswidrig, wo genau das, also quasi naturrechtswidrig doch einmal passiert, dass also der Mensch von Raubtieren etwa angegriffen und gefressen wird, wird der Mensch im theologischen Denken entweder von diesen Tieren wieder ausgespien oder, Stichwort wäre hier leibliche Auferstehung, er wird wieder körperlich restituiert. Die Tatsache, dass Menschen nun eben offensichtlich Distinktionsgewinne daraus ziehen, dass sie Gewalt an Tieren ausüben, ist nichts Neues. Das kann man, glaube ich, auch anderswo lesen. Und es ist auch nichts, was Steele sozusagen als eigene These für sich in Anspruch nimmt. Aber es ist durchaus das Verdienst von ihm, dass er hier nochmal den Finger in die Wunde legt und darauf aufmerksam macht, dass diese Gewalt auch einem theologischen Kalkül folgt. Insofern sie nämlich dazu dient, die Exklusivität nicht einfach des Menschen, sondern seine Erlösung und seiner zugleich insinuierten Gottähnlichkeit hervorzuheben. Ich möchte die religionskritische Diagnose von Steele nun an einer weiteren Perspektive spiegeln, die nämlich der Augsburger Philosoph und auch Chemiker Jens Söntgen unlängst vorgestellt hat. Er hat ein Essay mit dem Titel Ökologie der Angst verfasst und kritisiert darin ein in gewisser Weise durchaus strukturanaloges Problem, dass er den ökologischen Selbstentzug nennt. Er schreibt, Zitat, der Mensch sieht sich gern als ein Gegenüber der Natur und versucht, sich den ökologischen Kreisläufen zu entziehen. Seine Toten beerdigt er in Särgen und beschwert die Gräber mit Steinen, um zu verhindern, dass die Leichname von wilden Tieren verzehrt und damit Teil des allgemeinen Kreislaufes werden. Die Ökologie zeigt, wie sinnlos das ist. Denn der Mensch ist schon durch Atmung, Verzehr und Ausscheidung in übergreifende ökologische Systeme eingebunden. Entfernt er sich, etwa als Raumfahrer aus der Biosphäre, kann er nur mit höchstem technischen Aufwand und selbst dann nur für kurze Zeit überleben. Das war ja auch ein Gedanke, den wir vorhin schon von Frau Carter gehört haben. Und dieser ökologische Selbstentzug ist auch für Söntgen
in gewisser Weise religiogen, also geht auf Religion zurück. Als wohl bestes Beispiel für diesen Selbstentzug gilt Söndgen die Vorstellung von der leiblichen Auferstehung, weswegen also der wesentlich ökologischer scheint ihm gewissermaßen als Kontrastfolie dem gegenüber die Verfügung des Chemikers Alfred Nobel, der wollte, dass er nach seinem Tod, dass sein Körper nach seinem Tod zunächst in Schwefelsäure aufgelöst, mit Kalk abgelöscht werden sollte, um anschließend als Dünger Anwendung zu finden. Ich komme gleich nochmal auf Söndgen zurück, aber ich will für den Moment nur einmal ansprechen, welche Folgen Söndgen hier nennt, mit Blick auf das Verhältnis insbesondere von Menschen und den sogenannten Wildtieren. Das ist vielleicht der Sache nach auch wenig überraschend, aber ich finde, Söndgen hat dafür eine besonders treffende Terminologie gefunden. Er schreibt, der Mensch ist mittlerweile das herrschende Tier auf diesem Planeten und der zentrale Feind der meisten Organismen. Genau dieser ökologische Sachverhalt und weniger die geologische Epochengrenze ist es, worauf der Begriff des Anthropozäns hinweist. Diese Feindschaft sei das markanteste Merkmal des Anthropozäns. Sie zeige sich vor allem in der Angst der anderen Tiere vor dem Menschen. Deswegen spricht Söndgen auch von dieser Angst der Tiere vor dem Menschen als der Innenseite des Anthropozäns. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Er deutet auch nochmal darauf hin, dass viele Verhaltensformen, die Tiere heute für uns vielleicht sozusagen natürlicherweise an den Tag legen, also insbesondere ihre Nachtaktivität, Verhaltensformen sind, die Tiere erworben haben. Und zwar eben auch aus Angst vor dem Menschen. Ja. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und vielleicht einmal überlegen, wie die Theologie auf dieses Problem reagiert hat, mehr oder weniger implizit, aber der Sache nach hat sie darauf reagiert, in meinen Augen vor allen Dingen dadurch, dass sie versucht hat, Ökologie und Theologie im weitesten Sinne gleichzusetzen. Das möchte ich einmal andeuten über einen kurzen Beitrag des Linzer Moraltheologen Michael Rosenberger. Der Beitrag ist in einem Band von 2019 erschien und dieser Band, den Sie hier auch sehen, hat den Titel Haben Tiere Rechte? Und Rosenberger geht hier als Theologe auf das Thema der Jagd ein und man kann schon, ich denke, den hier abgedruckten Zwischenüberschriften entnehmen, dass es Rosenberger im Wesentlichen auf eine, ich würde sagen, Apologie der Jagd ankommt, wenn man einfach nur mal die Attribute zur Kenntnis nimmt, mit denen die Jagd auf Tiere hier näher beschrieben wird, also systemisch, fair, nachhaltig und so weiter, dann verzeihen Sie mir vielleicht den etwas polemischen Kommentar, wenn ich sage, man könnte daran gemessen fast schon glauben, dass die Jagd quasi das Beste wäre, was den Tieren überhaupt passiert wäre. Und Rosenbergers Argumentation besteht und im Wesentlichen darin, Theologie und Ökologie gleichzusetzen. Das heißt, seine theologische Position validiert sich in gewisser Weise daran, dass er seine Argumentation als möglichst ökologiefähig ausweist. Das sieht man in seinem Text daran, dass er unter anderem schreibt, wer töten will, muss sich rechtfertigen. Nun lebt jedes Lebewesen dieser Erde auf Kosten anderer Lebewesen. Das ist erstmal ein wenig überraschend. Auch Pflanzen können nur überleben, wenn sie sich gegen Schädlinge zur Wehr setzen und gegen Konkurrenten durchsetzen. Die Ressourcen der Erde sind begrenzt, kein Leben ist ohne Sterben anderer möglich. Erst recht gilt dies für Tiere, einschließlich des Menschen. Sie können nur überleben, wenn sie organisches Material essen, das heißt, wenn sie andere Lebewesen töten. Auch Vegetarierinnen und Veganer töten Pflanzen, um sich zu ernähren. Der Unterschied zur Tiertötung ist, laut Rosenberger zumindest, nur ein gradueller, kein prinzipieller. Und auf der Grundlage dieser Unterstellung kann Rosenberger zunächst auch oder unmittelbar darauf dann auch folgern, dass, Zitat, die Gewinnung von Wildbret nur dann legitimiert wird, wenn zuvor die Bedingungen der Ökologie und des Sozialen erfüllt sind. Das ist ein ganz klassisches Argument, auch ein sehr bekanntes Argument, das zunächst einmal durch seinen scheinbaren ökologischen Egalitarismus zu bestechen scheint. Also Rosenberger verwendet ja sogar die Sprachregelung vom Menschen als einem Tier zu sprechen, so wie ich das auch tue und wie ich es auch für richtig halte, wenn er schreibt, für Tiere einschließlich des Menschen. Damit sagt er in gewisser Weise, alle Lebewesen sind gleich, vor allem im Hinblick darauf, dass sie notwendig auf den Tod eines anderen Lebewesens angewiesen sind, um zu leben.
Und obgleich wir heute nun wissen, dass Menschen keine Tiere essen müssen, betont Rosenberger, dass es im Grunde eins sei, ob man nun Tier oder Pflanze tötet. Und man stolpert trotzdem, zumindest vielleicht, ich hoffe jedenfalls darüber, dass sich seine scheinbar so ökologische Sprache im letzten Zitat dann doch nochmal verändert. Also die Gewinnung von Wildbret, von der er hier spricht, ist ja schließlich eigentlich das Töten von anderen Tieren, die aber augenscheinlich für Rosenberger bereits zu ihrer konsumistischen Form transsubstanziiert sind. Wie sehr nun dieses scheinbar so egalitäre und ökologische Argument dennoch in überkommenen speziesistischen Denkmustern verhaftet bleibt, verdeutlicht die relativ simple Nachfrage dazu, ob Rosenberger den Menschen tatsächlich und nicht nur erklärtermaßen als Tier unter anderen Tieren im Rahmen einer umfassenden Ökologie des gegenseitigen Fressens und Gefressenwerdens verstehen will. Darauf scheint zunächst mal viel hinzudeuten, denn Rosenberger betont selber, eine ethisch reflektierte, nachhaltige Jagd ist im Sinne des US-amerikanischen Philosophen John Rawls ein Regelwerk, eine Institution, der im Urzustand hinter dem Rawlschen Schleie des Nichtwissens alle Beteiligten vernünftigerweise zustimmen müssen, auch die jagdbaren Tiere. Also auch hier findet man eine sehr auffällige sprachliche Doppelbödigkeit, denn einerseits macht er wiederum, dieses Mal mit Hinweis auf John Rawls Schleier des Nichtwissens deutlich, alle Beteiligten müssten der Jagd prinzipiell zustimmen und verwendet dann zugleich aber doch einen Begriff, der diese Entscheidung immer schon vorwegnimmt, wenn er nämlich von jagdbaren Tieren spricht. Also sobald Tiere jagdbar sind, ist die Entscheidung, so würde ich auf jeden Fall meinen, eigentlich schon im Vorfeld getroffen. Wenn man nun eine solche, in meinen Augen radikalisierte Perspektive, die Ökologie und Theologie, relativ unreflektiert in eins setzt, nun tatsächlich einmal zu Ende denkt, dann würde das bedeuten, wir müssten uns in die Perspektive der, wie Rosenberger sagt, jagdbaren Tiere, zumindest der gejagten Tiere versetzen und dann entscheiden, ob wir dem Jagdszenario zustimmen könnten. Und das würde ich gerne einmal machen und dazu ein Gedankenexperiment vorschlagen. Und in diesem Gedankenexperiment will ich in Anschluss an Rosenberger zwei Dinge ähnlich konsequent wie er, vielleicht ein bisschen konsequenter verfolgen, nämlich einerseits den ökologischen Egalitarismus und auf der anderen Seite die Rhetorik der Jägerschaft, die uns Rosenberger ja spätestens mit dem Begriff des Wildbretts und der Wildbrettgewinnung mit auf den Weg gegeben hat. Und dazu würde ich Sie bitten, sich einmal folgendes natürlich fiktives Szenario vorzustellen. Ich trage es einmal vor. Und Sie werden merken, ich hatte Spaß, das zu formulieren in gewisser Weise. Es ist polemisch überspitzt, aber ich hoffe, Sie merken, worauf es hinausläuft. Ohne jegliche Vorwarnung landen im Januar 2021 außerirdische Raumschiffe überall auf dem Planeten. Ihre uns in jedweder Hinsicht überlegenen Alien-Insassen beobachten entsetzt, dass eine Spezies dieses Planeten ein schier unerträgliches ökologisches Ungleichgewicht geschaffen hat. Diese Spezies hat das Klima des Planeten an den Rand des Kollapses gebracht, die Meere nahezu leer gefischt und mit Plastikmikropartikeln belastet. Sie trägt zur Erosion der Landschaft bei, hält die Individuen anderer Spezies zu Milliarden in kleinsten Stellen gefangen und ernährt sich von deren Leichenteilen. Statt auf ökologische Pflanzennahrung zu setzen, scheinen dieser Spezies die ökologischen Folgen des Konsums vollkommen gleichgültig zu sein. Die Außerirdischen, die als drittmittelfinanzierte Forschungsgruppe ihrer Heimatwelt mit Fragen der Planetenökologie befasst und überhaupt glühende Vertreter und Vertreterinnen des ökologischen Denkens sind, wollen diesen ökologischen Missbrauch durch die von ihnen beobachtete Schädlingsspezies beenden. Planet vor Wild, dieses Motto prangt unübersehbar auf den polierten Außenseiten ihrer Schiffe. Sie stellen einen Dringlichkeitsantrag beim Intergalaktischen Ökologiekomitee und machen dann, gleich nachdem ein fröhliches Halali aus den Lautsprechern ihrer Schiffe ertönt ist, Jagd auf den Homo sapiens, um dessen Population kurz zu halten. Bevorzugt werden dabei die Frischlinge des Homo sapiens sowie trächtige Muttertiere aus den viel zu großen Populationen herausgenommen. Seltener findet auch eine Bejagung der Alttiere statt. Mit ökologischen, emissionsarmen Laserkanonen werden die abschussnotwendigen Stücke weitgerecht und auf der Basis von wissenschaftlich fundierten Abschussplänen aus den oberen Fenstern der Raumschiffe heraus eliminiert oder in riesige Fallen gelockt, die die Aliens mit Ködern, und zwar den aktuellsten,
für die Schadspezies unwiderstehlich anziehenden SUVs präpariert haben, um sie dann mit einem gezielten Blattschuss zu beseitigen. Flüchtige Individuen, die sich ihrer Bejagung widerrechtlich entzogen haben, werden bei einer gründlichen Nachsuche ebenfalls eliminiert. Die meisten von ihnen kauern in notdürftigen Schutzarealen, wo sie sich vor ihren Jägern zu verstecken suchen und zeigen dabei die speziestypischen Stresssignale sowie starke Schwitzen aus den Wunden der Streifschüsse. Sie geben unschöne gutturale Laute von sich, die die Aliens nicht verstehen und werden daher möglichst schnell und schonend mit biologisch abbaubarer Munition erlöst. Während der Forschungsgruppenleiter gegen Ende der mehrwöchigen Jagd zufrieden und voller Respekt eine der Jagdstrecken abschreitet und sich ein Bild über die erlegten Stücke verschafft, werden andere Außerirdische beim Abbalgen der humanoiden Körper beobachtet. Sie schneiden aus den Leichnamen der anderen Spezies Körperteile heraus, um sie als pädagogisch wertvolles Lehrmaterial, als Anschauungsobjekte für Museen und Kulturbetriebe oder als dekorative Mittel zur Verschönerung ihrer Quartiere zu verwenden. Als einige der Aliens dazu übergehen, die Körperteile der bejagten Schadspezies für Selfies zu entstellen, wird es dem Leiter der Forschungsgruppe zu bunt. Er hält sein Team dazu an, das Bestandsmanagement nachhaltig und allein aus ökologischen Motiven durchzuführen. Zwar dürften sich die Mitglieder seiner Gruppe an der intensiven Naturerfahrung der Jagd auf den Homo sapiens erfreuen, aber manche Dinge gingen dann eben doch zu weit. Mit einem Kopfschütteln wendet er sich an die stellvertretende Forschungsgruppenleiterin. Einige schwarze Schafe sind doch immer dabei, oder? Ich bin nur so froh, dass alle anderen so verantwortungsvoll ihrer Pflicht nachgehen. Damit endet das Gedankenspiel. Und Sie merken, ich hatte eine vielleicht etwas unwissenschaftliche Freude dabei, diesen Text zu verfassen. Natürlich ist das erstmal auch nur ein Gedankenspiel, ganz offensichtlich. Es zeigt aber meines Erachtens einerseits, dass Rosenbergers ökologische Tierethik letztlich gleichermaßen selbstentzogen agieren muss, so wie Söntgen das vorher schon kritisiert hat. Denn sonst müsste Rosenberger wohl auch dem gerade geschilderten schrecklichen Szenario zustimmen. Und das ist nun der Moment und vielleicht für heute auch mein letzter Gedanke, noch einmal auf Jens Söntgen zu sprechen zu kommen. Denn sein Essay liefert nämlich nicht nur eine Kritik am ökologischen und vielleicht auch religionsgemachten Selbstentzug, sondern auch eine produktive Neuorientierung, die auch für die Theologie von Bedeutung sein kann. Er kritisiert nämlich neben dem ökologischen Selbstentzug vor allem auch eine Vereinseitigung der Ökologie auf bloß äußere Zusammenhänge. Ich zitiere ihn nochmal: Im Laufe der Entwicklung der Ökologie, verstärkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurden die Relationen zwischen den Lebewesen mehr und mehr äußerlich definiert. Man erforscht die quantitativen Beziehungen etwa zwischen Jäger- und Beutepopulationen, betrachtet den Austausch von Stoffen und Energien oder geht auf die Korrelation zwischen geografischen, geologischen und klimatischen Standortfaktoren und Pflanzen- bzw. Tiergesellschaften ein. Die Ökologie hat sich in ihrer Geschichte, so Söntgen, also fast ausschließlich auf die Außenansichten der von ihr beschriebenen Zusammenhänge konzentriert. Und Söntgen erinnert daran, dass ihre historischen Ursprünge eigentlich mal anders aussahen. Eine der ältesten Formen der Ökologie war die sogenannte Tierpsychologie, die also die Innenseite der Tiere betrachten und reflektieren sollte. Er verdeutlicht das am Beispiel des Schutzes der Wale und sagt, dieser sei überhaupt nur möglich geworden, einerseits natürlich durch rechtliche Moratorien, aber vor allem auch durch eine wissenschaftskommunikative Strategie, die dazu befähigt hat, dass Menschen Wale als Subjekte wahrgenommen haben. Deswegen würde ich Söntgens Essay auch als Plädoyer für eine hermeneutische Ökologie lesen. Und das ist ein Punkt, an dem ich anknüpfen möchte, weil ich glaube, dass es anschlussfähig wäre, dieser Gedanke anschlussfähig wäre, auch für eine hermeneutische Ökotheologie, wenn man so will. Jetzt muss ich mal kurz auf Herrn Peitz schauen, weil ich meine Zeit etwas überzogen habe. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter erzählen oder Sie sagen, ich soll erstmal aufhören. Sie können ja versuchen, etwas kürzer zu werden, aber wir sind jetzt gerade beim positiven, konstruktiven Teil. Und da würde ich doch vielleicht noch mal gerne ein bisschen nachspitzen. Wir können uns verständigen auf 45, dann hätten wir noch eine Viertelstunde zur Diskussion. Ja? Ja, prima. Dann mache ich noch ein bisschen weiter. Also wenn man mit dieser Idee, mit diesem Ansporn zunächst mal einer hermeneutischen Ökologie ernst macht, dann sieht man sich sehr bald,
Und jetzt bin ich wieder etwas pessimistisch, aber nur in einem produktiven Sinne hoffentlich. Dann sieht man sehr bald sich einem sehr klassischen Einwand ausgesetzt, dass wir nämlich in dem Versuch, die Innenseite eines anderen Tiers zu verstehen, eigentlich ja beständig anthropomorphisieren. Und dieser Einwand, den Sie sicherlich auch alle kennen, ist in gewisser Weise unheimlich spannend, schon aus dem Grund, dass er geeignet ist, einen ganz, ganz breiten Konsens über alle Lager hinweg zu erzeugen. Kaum jemand will heute eigentlich anthropomorph über andere Tiere denken. Und ich will im Folgenden versuchen anzudeuten, warum es auch theologisch womöglich gerade geboten ist, genau das zu tun, also sowohl gleichermaßen anthropomorph von anderen Tieren zu denken, wie theriomorph vom Menschen zu denken. Zunächst aber ausgehend von einem erstmal noch rein wissenschaftstheoretischen Argument, das nämlich von der belgischen Philosophin Vinciane Desprez stammt, die sich im Grunde die wissenschaftstheoretische Genese dieses Argumentes angeschaut hat und zu folgendem Ergebnis kommt. Sie schreibt, der Vorwurf des Anthropomorphismus ist zuallererst ein politischer Vorwurf. Ein Vorwurf der Politik der Wissenschaften, der vor allem darauf abzielt, eine Art von Wissen und Erkenntnis zu disqualifizieren, derer die wissenschaftliche Arbeit sich zu entledigen sucht, nämlich jene des Laien. Damit ist also im Grunde gesagt, dort, wo anthropomorphes Denken unterbunden werden soll, soll zugleich ein stark erfahrungsbasiertes und in dem Sinne auch subjektives Wissen von unserem Erleben mit anderen Tieren eliminiert werden, das der Verwissenschaftlichung der akademischen Disziplin der Verhaltensbiologie vor allen Dingen offenbar im Wege stand. Theologisch interessant wird die Frage nach dem anthropomorphen Denken in meinen Augen noch aus zweierlei Gründen. Denn einerseits kann man mit Lorraine Dustin sagen, dass der Anthropomorphismus erstmal und auch lange vorher schon ein religiöser Vorwurf war, noch bevor er im Grunde zu einem allgemeinen und heute so viel Konsens hervorrufenden wissenschaftstheoretischen Knock-off-Kriterium werden konnte. Das also, was religiös untersagt wurde, zielt dabei in meinen Augen in eine doppelte Richtung, wobei nur die erste Richtung in der Regel benannt wird, nämlich klassischerweise zunächst darauf, Gott körperlich nicht wie einen Menschen zu denken. Also das ist in gewisser Weise etwas, was die Christologie per se ja schon unterläuft. Es gibt aber meines Erachtens auch eine noch unbeleuchtete Parallelentwicklung, die nämlich darauf hinausläuft, eine körperliche Ähnlichkeit des Menschen mit dem Tierkörper zu untersagen. Also ganz strukturanalog eigentlich zu dem ersten Argument. Und das ist für uns heute wahrscheinlich erstmal etwas völlig Irritierendes, weil wir es gewohnt sind, die ohnehin brüchige Unterscheidung zwischen Tieren und Menschen, wenn überhaupt, dann eher kognitionslastig, eher von intellektuellen Fähigkeiten und Kapazitäten her zu konzeptualisieren, indem man also vermeintliche intellektuelle Unterschiede oder Fähigkeiten betont. Demgegenüber verstehen wir heute den Körper wohl eher als das strukturanaloge Moment, das wir mit Tieren teilen. Und es hat mich, das muss ich ehrlicherweise sagen, wirklich überrascht, ein bisschen auch schockiert, dass es innerhalb der Theologie eine derart starke Tendenz gibt, genau das in Frage zu stellen. Also im Grunde zu behaupten, Tier- und Menschenkörper wären grundlegend verschieden. Diese Beobachtung ist für mich, und ich hoffe, Sie verzeihen mir diese etwas eigenartige Emphase, tatsächlich eine theologische Entdeckung, nämlich einerseits nochmal genau danach zu fragen, warum dieser Vorwurf dem Wortsinne nach ja eine Ähnlichkeit in der Form untersagt, die Morphe, das, der griechische Begriff für die Gestalt oder die Form, um die geht es ja hier, das soll unterbunden werden. Also eine ähnliche Form wie die des Menschen, die wollen wir anderen Tieren beziehungsweise auch unseren Gottesbildern sozusagen nicht angedeihen lassen. Und es ist unheimlich spannend, denke ich, zu sehen, dass die Theologie im Verlauf ihrer Tradition und bislang noch vollkommen sozusagen noch nicht registriert von der Theologie selber, die Abgrenzung zu den anderen Tieren erstaunlicherweise gar nicht so sehr über kognitionslastige oder intellektuell überhöhte oder gelagerte Merkmale gesucht hat, sondern die körperliche Andersartigkeit des Menschen betont hat. Dazu könnte ich jetzt ganz viel sagen, aber ich beschränke das mal auf eine sehr einschlägige Stimme aus der theologischen Anthropologie, nämlich die von Thomas Pröpper.
Der hat eine zweibändige, sehr, sehr umfangreiche Anthropologie herausgegeben, 2012, glaube ich, in der letzten Auflage. Und Prepper geht hier auf einen theologischen Begriff ein, der häufig herangezogen wird, um die Sonderstellung des Menschen zu begründen oder zumindest einen Begriff dafür in den Raum zu werfen, nämlich die Frage nach der Gottesebenbildlichkeit. Das ist ein Konzept, von dem man wahrscheinlich erstmal annehmen würde, dass es irgendwie in diese Schneise hineingeht, die ich gerade angesprochen habe, also irgendwie ein tendenziell kognitiv gelagertes Merkmal benennen zu wollen, was den Menschen von anderen Tieren unterscheidet. Und Prepper schreibt dazu jetzt, das hat mich wirklich erstaunt, lange Zeit sei die theologische Anthropologie, Zitat, gleichsam a priorisch vorgegangen und hat den Bildcharakter des Menschen, also das, was er mit dem Ebenbild meint und insofern auch die behauptete Sonderstellung des Menschen, selbstverständlich in dem gesucht, was ihn über die Tiere erhebt. Also Selbstbewusstsein, Vernunft, freier Wille, Personenhaftigkeit, Verantwortlichkeit und so weiter. Und so sind diese Vorstellungen geradezu Allgemeingut geworden und entsprechende Deutungen auch in den exegetischen Kommentaren allgegenwärtig. Soweit erstmal so wenig überraschend. Er schreibt aber noch weiter, die auf der Ebenbildlichkeit Gottes beruhende Sonderstellung des Menschen, die er auch nicht in Frage stellt, die er bekräftigen will, die müsse die Bedeutung des Bildes als, Zitat, Statue, Rundplastik, Schnitzwerk ernst nehmen und insofern die Gottesebenbildlichkeit, und hier spricht Prepper, ne, Sie sehen die Angaben in den Klammern im Grunde mit der geballten Autorität der exegetischen Fachcommunity. Es müsste also die Bedeutung des Bildes, der Gottesebenbildlichkeit des Menschen in seiner Leibgestalt vermuten. Diese Leibgestalt sei als ein Abbild der Gottesgestalt anzusehen. Ich nenne die Referenzen jetzt hier nicht. Der Begriff Tselem, also der hebräische Begriff für das Bild, für das Ebenbild, sei in einem Rekonstrukt zu verfassen und die Gottesebenbildlichkeit vornehmlich leiblich zu verstehen, also in erster Linie auf den Körper des Menschen zu beziehen und zwar namentlich auf die aufrechte Gestalt. Das ist eine Beobachtung, eine Einschätzung, die ich maximal irritierend finde. Ich komme jetzt auch zum Ende. Will ich vielleicht noch mal mit einem Gedanken schließen, denn man wird sicher aus unterschiedlichen Gründen die Frage stellen müssen, wie sinnvoll und wie plausibel eine solche theologische Abgrenzung von Tieren und Menschen sein kann, die dezidiert auf körperliche Merkmale abhebt. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass einer der, ich denke, entscheidendsten biblischen Ankerpunkte dafür, dass es tatsächlich eine Form der geteilten Leiblichkeit geben kann, die Grundlage für eine theologische Ökohermeneutik bildet, nämlich in der, und diese Grundlage besteht in meinen Augen in der Kenosis-Lehre, in der Vorstellung also, dass, und das ist jetzt dogmatisch vielleicht gerade etwas ins Unreine gesprochen, dass Gott im Grunde morphologisch die Seiten gewechselt hat, und zwar in einer durchaus vom Text her zumindest körperlich konnotierten Art und Weise. Der Philipper-Hymnus, der spricht genau davon, dass also dieser Begriff der Kenosis, der Selbstentäußerung Gottes meint, dass es hier um eine Art Formenwandel geht. Insofern Christus, wie es der Text sagt, in der Morphe Theou, also in der Form Gottes existiert, daran aber nicht festhält und sich stattdessen entäußert und die Form eines Sklaven angenommen hat. Und meiner Meinung nach müssten wir aus diesen Gründen und im Sinne einer hermeneutischen und ökologischen Theologie wesentlich stärker von der geteilten Leiblichkeit ausgehen. Möglicherweise kann man dann auch Versuche wie die hier abgebildeten, meine letzte Folie für heute, als zumindest implizit theologische Versuche werten, das Leben von anderen Tieren aus einer nicht allein kognitiv rekonstruierten, sondern eben leiblich erschlossenen Innenperspektive her zu verstehen. Also die beiden Bücher, die Sie hier sehen, ich muss gestehen, das zweite habe ich erst seit ein paar Tagen auf meinem Schreibtisch liegen, von Thomas Thwaites Goatman, How I Took a Holiday from Being Human, also der Versuch, sich im Grunde wirklich körperlich den Tieren zu nähern. Er hatte einen offenbar sehr komplexen Apparat konstruiert, der es seiner eigenen menschlichen Anatomie ermöglicht hat, gewissermaßen wie eine Ziege zu leben. Ob die nun per Definition im Wildsinn gestellt, aber ich finde es ein spannendes Projekt und ähnlich, ein bisschen älter, schon der Band von Charles Foster, Der Geschmack von Laub und Erde, wie ich versuchte, als Tier zu leben, der also auch nicht den
so einen kognitionsgelagerten Versuch unternimmt und die Frage stellt, können wir oder denken wir wie Tiere, sondern eher wirklich von der geteilten Körperlichkeit ausgeht. Und ich glaube, es gibt viele Plausibilitäten, die auch nochmal dazu führen sollten, das auch als eine theologische Fährte zu verstehen. Und damit belasse ich es erstmal dabei und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Horstmann. Ihr Vortrag, der hat ja so harmlos angefangen mit den Fotos und ist dann doch nochmal in die Tiefe gestiegen und hat dann tatsächlich noch theologische Details erforderlich gemacht, die ja sehr differenziert waren. Jetzt haben wir leider nur eine Viertelstunde Zeit, um da nochmal nachzufragen. Ich denke mir, wir bräuchten erstmal eine gewisse Anlaufzeit, auch um überhaupt erstmal zu verstehen, genau in welche Richtung das geht. Es wird auch sehr viel Material. Ich fokussiere jetzt mal nochmal auf zwei Punkte. Sie hatten ja auch uns anfangs schon gewarnt, es könnte ein bisschen ungewohnt werden. Und für manche wird schon ungewohnt sein, so ein bisschen an der Sonderstellung des Menschen zu knabbern. Das war ja so ein durchgehender Zug, den man hier diskutieren könnte. Was hat das mit der Sonderstellung des Menschen auf sich? Es wurde ja auch schon dadurch deutlich, dass Sie immer gesagt haben, der Mensch und andere Tiere. Das war schon der erste Punkt, an dem man das dann deutlich machen konnte. Und dann aber auch positiv, nicht nur die Hinterfragung der Sonderstellung des Menschen, sondern eben auch eine positive Neuorientierung der Theologie in Richtung von der Außensicht mehr zur Innensicht. Und das war ja auch nochmal ganz wichtig. Da fiel dann aber auch das Stichwort des Anthropomorphizismus, ob man das nicht dann anthropomorph machen kann, nur in Richtung Söntgen auch gefragt. Und dann die Leiblichkeit, auch nochmal ganz interessant. Was hat die Leiblichkeit jetzt damit zu tun, wo wir uns doch immer so gerne als geistige Wesen verstanden haben oder verstehen wollen? Also was ist da, hat es damit auf sich? Diese drei Punkte, Sonderstellung des Menschen, Neuorientierung Richtung Innerlichkeit oder Innensicht und Leiblichkeit. Das wären vielleicht Punkte, die man diskutieren könnte. Aber die will ich jetzt nicht unbedingt ausschließlich ins Feld führen, sondern ich möchte das Feld öffnen für die Fragen der Teilnehmenden. Und damit bitte und wer möchte, darf sich gerne melden, entweder visuell mit erhobener Hand oder eben auch mit der blauen Hand, der virtuellen Hand. Wenn da jetzt noch keine sofortigen Nachfragen kommen, möchte ich eine Nachfrage platzieren oder zwei, eben zum Thema Sonderstellung. Sie haben da auch genannt, bei der Definition von Sonderstellung kam zum einen das Wort Verantwortung vor. Wäre es nicht auch in Ihrer Sicht so, dass der Mensch zumindest in dem Sinne eine Sonderstellung hat, als er eher eine Verantwortung hat für das Gelingen des Ökosystems als die Tiere? Wäre der erste Punkt, nämlich Verantwortung. Ist er da nicht tatsächlich von den Tieren unterschieden? Die zweite Nachfrage, die ich auch tatsächlich an Söntgen stelle, wenn wir uns um eine Innensicht der Tiere bemühen, wie können wir vermeiden oder sollen wir gar nicht vermeiden, in eine anthropozentrische Falle zu laufen oder anthropomorphe Falle zu laufen? Aber es gibt ja nicht nur politisch motivierte Vorwürfe in Richtung Anthropomorphisierung, sondern auch philosophische. Wenn man an Thomas Nagel denkt, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, ist er ja vielleicht gar nicht so sehr politisch motiviert, sondern fragt erkenntnistheoretisch, kann ich das denn überhaupt, so eine Innenansicht eines Tieres wahrzunehmen? Das wären so meine Fragen, mit denen ich starten möchte. Aber wir haben noch 10 Minuten Zeit. Bitte um eine kurze Antwort und dann vielleicht auch die anderen haben noch eine Gelegenheit, noch nachzufragen. Also ich beginne mit der ersten Frage nach der Verantwortung als einem möglichen sozusagen inhaltlichen Füllbegriff für die Sonderstellung des Menschen. Also ich habe nichts gegen Verantwortung, aber ich erlebe sie, wenn ich jetzt von meiner Erfahrung her denke, zunächst mal auch bei nichtmenschlichen Tieren. Das wäre ein Punkt, den ich dagegen ins Feld führen würde. Deswegen würde ich sagen, es ist empirisch erstmal nicht validierbar. Und theologisch hätte ich damit deswegen große Probleme, weil das ja nun mal sozusagen auch ein Traditionsstrang ist, den wir schon seit so vielen Hunderten von Jahren stark machen. Die Rede von der Verantwortung des Menschen, von der Bewahrung der Schöpfung. Also das sind Begriffe, die ich auch nicht falsch finde, aber ich sage mal so, ich versuche das, also in meinen Uniseminaren zum Beispiel, unseren Dortmunder Studierenden dadurch zu plausibilisieren, dass ich das Beispiel anführe, dass diese Semantiken, die wir christlich zur Verfügung haben, ne, die auf Verantwortung abstellen, die auf
Bewahrung der Schöpfung abstellen, dass sie im Grunde ein Bild des Menschen heraufbeschwören. Das klingt etwas despektierlich, wenn ich das sage, so meine ich das aber gar nicht, die den Menschen einsetzen, wie bei uns an der TU Dortmund die Hausmeister sind. Ja, also das ist ein sehr respektabler Beruf, da will ich jetzt gar nichts gegen sagen, aber Hausmeister sind deswegen meistens mies gelaunt, weil sie im Grunde an der Wirklichkeit, um die es geht, daran nicht beteiligt sind. Und ich glaube, wir brauchen eine ganz stark partizipative Theologie, die sich entfernt und sich distanziert von diesen Vorstellungen von Schöpfung. Ich bin irgendwie in dieser Gottesperspektive und schaue im Grunde auf eine Wirklichkeit, ne, auf einen, ich sag's mal böse, auf einen Stall von Tieren, den ich zu verantworten habe. Also alleine die Tatsache, dass diese theologischen Mantras so unfassbar wirkungslos geblieben sind, ne, dass sie uns in die Situation geführt haben, auch vor der wir heute stehen, ist, glaube ich, ein Grund, um zu sagen, da sollten wir nochmal neu drüber nachdenken. Ja, und die Frage nach Thomas Nagel und der Innensicht, also ja, Sie haben recht, also die Argumente bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also Nagel hat wirklich eine epistemologische Fragestellung vor Augen gehabt. Und das, was also auch Vinciane Desprez, die ich genannt habe, die hat auch nicht nur kritisch, sondern auch sehr produktiv und konstruktiv darüber nachgedacht, wie ein Verstehen von anderen Tieren möglich wird. Aber sie würde, glaube ich, Nagel auch nicht, oder Nagels Befund, ne, dass ich mich sozusagen nicht in Reinform in einen anderen Kopf hineinversetzen kann. Dem würde sie auch nicht widersprechen, aber sie würde vielleicht sagen, der Kopf ist nicht unbedingt das Entscheidende, ne, sondern die Körperlichkeit ist im Grunde auch eine Form, wie wir verstehen, praktizieren, und auf der Ebene kann Verständigung stattfinden. Das ist vielleicht nochmal unterschiedlich gelagert, aber wenn man sich anguckt, wie die Diskussionen um Nagel verlaufen sind, kann man ja auch sehen, dass die Debatte nach diesem Artikel, der ja auch vielfach wieder aufgelegt wurde, vor kurzem erst wieder bei Reklam in einem kleinen Bändchen, irgendwie seltsam beendet schien. Also es gab lange Zeit, so war mein Eindruck auf jeden Fall, fast gar nichts mehr, was man über Nagel hinaus scheinbar hätte sagen können. Und dieser Neuansatz, ja, bewegt sich in gewisser Weise auf einer anderen Ebene, aber ist deswegen vielleicht gerade ein wichtiger Punkt nochmal, weil man ja im Grunde auch Verständigung will. Wir wollen uns ja auch mit anderen Tieren verständigen. Das war so ein bisschen dieser vielleicht etwas läppische, anekdotenhafte Impuls, der mich da auch, wie ich das berichtet hatte, zu dem Rentierkontakt getrieben hat. Aber das finde ich nicht falsch, im Gegenteil. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen. Herr Professor Ruster, bitteschön, wenn Sie sich selbst freischalten. Ja. Ja, vielen Dank, Simone, für diesen wunderbaren Vortrag. Wir sind ja doch nur Kollegen, deswegen. Ich weiß. Muss ich mal betonen. Ja. Und ich will einfach mal eine Perspektive auf deinen Beitrag richten, der dazu ermutigen soll, sich deiner ungewohnten Denkweise anzuschließen. Also das ist vielleicht auch eine Sache, die gewissermaßen mich in meinem Alter nochmal besonders betrifft. Ich erlebe eben, dass früher selbstverständliche Leitunterscheidungen der Weltsicht in unseren Tagen und Jahren zunehmend dekonstruiert werden. Also wir haben früher von Gott als einem außerweltlichen Wesen gesprochen, jetzt mal so grob gesagt als Transzendenz, und die Unterscheidung war Transzendenz-Immanenz, und heute lernen wir Gott als ein Element der Immanenz zu begreifen, das in der Immanenz auch transzendiert, nur mal grob gesagt. Also diese Unterscheidung bricht im Grunde zusammen von diesseits und jenseits. Wir haben gelernt, also nicht wir, aber früher wurde es noch so gesagt, eben dass die weiße Rasse und die anderen Rassen eine unaufhebbare Differenz miteinander haben, und das hat die Menschen eben berechtigt, oder die Weißen berechtigt eben, die anderen zu Sklaven zu machen. Das ist mittlerweile auch im Rahmen eben der Rassismusdebatten überwunden worden. Wir kommen ganz gut mit dem Ergebnis zurecht, sogar sehr gut. Die Leitdifferenz Mann und Frau ist, die früher absolut gültig war und gewissermaßen ontologisch begründet zu sein schien, wurde aufgegeben, und wir kommen gut mit diesem Ergebnis zurecht, dass Männer und Frauen sich eben auch gewissermaßen die Leiblichkeit teilen und eben ihre Unterschiede nicht als Differenzen zu bewerten sind, die unterschiedliche Weltsichten entlassen. Und jetzt rüttelst du noch, und andere tun es ja auch, an der Leitunterscheidung Mensch und Tier. Und das wirkt zunächst mal irgendwie beängstigend und beunruhigend. Aber wenn man sich mal auf diesen von mir gerade kurz skizzierten Weg einlässt, dann kann das auch nur eine Bereicherung sein. Also jetzt mal so sagen, wir haben den Rassismus überwunden, wir haben den Sexismus überwunden, wir sind mindestens dabei, das zu tun. Und die Überwindung des Speziesismus in diesem Sinne, also Mensch-Tier-Unterscheidung, schließt sich da eigentlich nahtlos an.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt wirklich strukturanaloge Formen, die wir da beobachten können. Ne? Die, also das ist irgendwie auch erschreckend, dass das immer noch so häufig in Abrede gestellt wird, ne? Dass es diese Verbindung gibt. Das würde ich auch sehen. Nur der einzige Punkt, wo ich ein bisschen nicht widersprechen würde, aber wo ich ein bisschen pessimistischer wäre, ist die Einschätzung, dass es schon überwunden wäre. Ne? Also mit Blick auf alle Phänomene. Na, du hast auf jeden Fall recht, also die Mensch-Tier-Unterscheidung scheint immer noch die wirkmächtigste zu sein, aber das, also zumindest ne, in unseren sozusagen Lebensbereichen, aber alle sind nach wie vor sehr, sehr wirkmächtig, das glaube ich schon. Aber diese Leitdifferenzen, die werden wirklich tatsächlich mehr und mehr angeknabbert. Also ich denke mir, dass auch mit Frau Kater haben wir schon öfter Tagungen gemacht um die Grenzziehung zwischen Tier und Mensch. Da bröckelt einiges. Und da denke ich mir, da rennen Sie bei vielen offene Türen ein. Aber jetzt habe ich Frau Seskin gesehen. Bitte schön. Also zunächst muss ich vorausschicken, dass es mir ein bisschen unangenehm ist, in diesem Kontext eine Frage zu stellen, weil ich A, keine Theologin bin, sondern eher eine studierte Philosophin. Und zweitens bin ich auch keine Christin, sondern eine Muslimin. Und deswegen, also ich fand den Vortrag total, hat mir ganz anregend, hat mich direkt durcheinander geworfen, im besten Sinne und so. Also was ich nur nicht ganz verstanden habe, wenn ich jetzt überlege, warum führt dieser Vortrag jetzt, oder warum schlägst du vor, in Richtung einer hermeneutischen, ökologischen Theologie zu gehen. Und das eine Argument wäre so ein Zweckargument, ja, mit dem bisherigen Denken kriegen wir das ja nicht hin mit dem Umweltschutz, sage ich mal blöd. Also das klappt ja nicht mit der Ökologie. Und vielleicht, Herr Professor Rust hat jetzt noch auch gesagt, es wurden schon so viele andere Hierarchien oder Leibdifferenzen abgebaut. Das ist ja sozusagen ein bisschen politisches, so eine politische Analogie. Aber mir scheint, es müsste doch auch irgendwie, wie soll ich sagen, das ist jetzt der peinliche Teil, aber es müsste doch irgendwie auch ein Wahrheits- oder Offenbarungs- oder wie soll ich sagen, also es muss doch auch einen intrinsischen Grund geben. Also wenn ich überlege, wie wir im Islam zum Beispiel dann argumentieren, dann überlegen, welches Schöpfungsverständnis wird im Koran beschrieben und so weiter und wie soll das, ist eine Hierarchie zwischen Tieren überhaupt im Koran eingeschrieben oder eher nicht? Und dann versucht man daher zu argumentieren. Aber und das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das in der von Ihnen vorgeschlagenen Theologie ist. Ja, danke für deine Frage. Wow, ich müsste nochmal wirklich länger drüber nachdenken. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, es geht sozusagen nicht oder vielleicht nicht in erster Linie um funktionale Argumente. Ne? Da hast du mich auch ein bisschen ertappt, das gebe ich auch zu. Da war so ein bisschen ne, mein Argumentationsgang ja auch zu gucken, welche Denkmodelle passen überhaupt. Ne? Und so eine radikale Ökologisierung von Theologie, das habe ich ja versucht, mit Blick auf Michael Rosenberger deutlich zu machen, kann offenbar nicht gelingen. Ne? Also im Gegenteil, sie führt ja sogar noch in Vorstellungen, ich habe das mit diesem Alien-Beispiel wirklich karikiert, ne? Die schon also Proto-Faschistoid zu nennen wären, wenn man das wirklich ernst durchdenkt. Und also ich tue mich echt schwer darauf, eine ganz klare Antwort zu geben, weil sie ja die Antwort ja irgendwie voraussetzen würde, wir müssten irgendwie eine Basis haben, von der aus diese Wahrheit zu bewerkstelligen oder zu sagen, auszusprechen wäre. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Punkt jetzt nochmal speziell ne, aus einer christlichen Perspektive oder christlichen Theologie darin bestehen könnte, sozusagen in der Elementargleichung der christlichen Theologie in der Trinität zu sehen, die Wirklichkeit personal beschreibt. Und durch dieses Moment des Personalen oder über das Moment des Personalen würde ich auch eine Legitimation darin erkennen, zu sagen, wir brauchen deswegen eine hermeneutische Perspektive. Das geht noch nicht ganz glatt vielleicht auf. Das wäre der Punkt, wo ich nochmal nachdenken müsste. Aber vielleicht wäre das ein guter Grund, um darauf hinzudeuten, um das, deine Frage so ein bisschen andeutungsweise zumindest zu beantworten. Um vielleicht ein Fremdwort nochmal ein bisschen zu entschärfen, wenn Sie nochmal auf Hermeneutik eingehen, in Ihren Kontexten. Ja, also ich glaube, dass Sönken ne, verwendet ja den Begriff im Grunde ne, als in Anlehnung an den literaturwissenschaftlichen Fachterminus, die Lehre vom Verstehen. Ja, will damit, glaube ich, auch gar nicht unbedingt so viel mehr sagen und ich eigentlich auch nicht. Ne? Man könnte da ganz viel zu sagen, weil das ein unheimlich
ja, traditionslastiger Begriff ist nochmal, der vielfältig weiterentwickelt wurde, ne, der, wenn ich an Gadamer denke, ne, also verschiedene Horizontverschmelzungen mitdenkt, aber ich glaube, so komplex war es hier gar nicht gedacht. Also der Punkt bei Söndgen zielt vor allen Dingen darauf hin, zu sagen, oder sozusagen eine Alternative zu finden zu dieser radikalen Verobjektivierung von Ökologie, die im Grunde Kreislaufsysteme und Abhängigkeiten und so weiter beschreibt, ohne sich darin selber wiederzufinden oder ohne darin überhaupt einen Moment von Subjektivität innerhalb der Natur ausmachen zu können. Ja, vielen Dank soweit, Herr Müller-Alwart. Bitteschön. Erstmal das Mikrofon freischalten. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ton ist gut. Also ich bin vereinfacht gesagt geflasht von den beiden Vorträgen. Ich bin nicht so wissenschaftlich unterwegs, muss das ein oder andere parallel mal nachschlagen und habe eigentlich schon eher den Bedarf, noch mal ein bisschen zu reflektieren, bevor ich was frage. Aber vielleicht ein erster Eindruck, der dann auch in eine Frage mündet. Mir ist sehr, gerade in meiner Sichtweise, ist mir sehr stark aufgefallen, wie stark die Sprache hier das Weltbild oder die Sichtweise beeinflusst. In dem Vortrag von Frau Kader ist es schon so, dass wir seit Jahren darüber diskutieren, was sind eigentlich Ökosysteme, welche Rolle spielt die Biosphäre, wie grenzt sich das eine von dem anderen ab. Sie haben Hubert Weinzierl zitiert, ich war damals auch im Naturschutzverband sehr aktiv. Da ist ja der Begriff Umwelt geprägt worden. Mittlerweile würde man eher von Mitwelt sprechen, wobei der Begriff wahrscheinlich auch noch nicht umfassend genug ist. Also ich frage mich, wir haben einerseits diese wissenschaftliche Sichtweise, wir haben auf der anderen Seite die theologische Sichtweise. Was ich gar nicht raushöre, sind die neuen Erkenntnisse, die reinfließen aus dem Bereich Quantenphysik, morphogenetische Felder, Epigenetik, wo also die Umwelt dann wiederum das Dasein der Tiere, der Pflanzen und so weiter gegenseitig beeinflusst. Sind wir nicht immer noch völlig verkehrt unterwegs, wenn wir so separieren und den Menschen so als geschlossenes System betrachten, so als ob Materie wirklich existiert? Sind wir nicht völlig falsch unterwegs, wenn wir so tun, als ob der Mensch nur aus Mensch besteht und nicht so 3 Kilogramm aus Viren und Bakterien. Also der Aspekt fehlt mir noch so ein bisschen an der ganzen Diskussion. Ja, Frau Rossmann, vielleicht auch Regine Kater, wenn ihr darauf eingehen möchtet. In Kürze, der Herr Morales hat sich noch gemeldet, ist aber jetzt irgendwie aus dem rausgefallen. Also erstmal die Antwort auf Herrn Müller-Alwart. Bitteschön. Frau Rossmann. Okay, dann beginne ich mal. Also ich würde da gerne was zu sagen, nur da bin ich einfach fachlich nicht kompetent, um jetzt über Quantenphysik zu sprechen. Das würde ich wirklich gerne machen, aber ich glaube, da könnte ich echt nur ganz, ganz übel dilettieren. Deswegen verzichte ich darauf. Aber der Punkt, den Sie einerseits mit dem Mikrobiom ansprechen oder andeutungsweise hier auch nochmal eingebracht haben, ja, dann finde ich auch entscheidend. Das ist sicherlich auch eine wichtige Faktizität, die diese Vorstellung dieser Selbstentzogenheit, ne, die Söndgen ja auch kritisiert hat, ganz grundlegend eigentlich in Frage zu stellen. Das würde ich auch sagen. Ich habe auch nochmal vor allen Dingen für mich jetzt aus Ihrer Rückmeldung mitgenommen, vielleicht habe ich das auch ein bisschen in meiner Terminologie, in meiner Sprache etwas sozusagen uneinheitlich oder etwas unklar ausgedrückt. Wir müssten wirklich, und da haben Sie recht, darüber sprechen, ob wir nun über den Körper oder über den Leib sprechen. Das geht theologisch häufig auch drunter und drüber, hätte ich fast gesagt, oder wird etwas unklar behandelt. Und ich glaube, einen möglichen Ausweg kann da tatsächlich die Phänomenologie leisten, die ja, also die viel geleistet hat generell, aber deren vielleicht für unsere Frage mit entscheidendste Einsicht darin besteht, dass der Leib im Grunde das ist, was den Körper überschreiten kann. Also der Leib ist im Grunde nicht an den Körper gebunden. Das ist etwas, was also Merleau-Ponty als einer der Chefvordenker gewissermaßen der Phänomenologie hat es immer am blinden Stock verdeutlicht, ne, dass ich im Grunde Leibsynthesen bilden kann mit anderen Dingen, aber auch mit anderen Wesen, die mir im Grunde ermöglichen, nicht meinen Körper notwendigerweise, aber über meinen Körper auch meinen Leib auszuweiten, möglicherweise bis in das Unendliche hinein. Ne? Also unsere Sprache macht es deutlich, wenn wir Begriffe verwenden wie den Blick auf etwas werfen. Also das ist sozusagen so rudimentär, aber macht im Grunde von der sprachlichen Anlage dieses Begriffes ja schon deutlich, da überschreiten wir unseren Körper. Und das ist auch eine Form von Leiblichkeit. Also so würde ich Ihren Einwand vielleicht für mich vor allen Dingen nochmal aufnehmen, zu sagen, wir müssen vielleicht gar nicht so sehr
da haben Sie recht, über Körperlichkeit in einem rein materiellen Sinne nachdenken, wobei ich das auch nicht unwichtig finde, sondern vor allen Dingen in einem die Verbindung auch auf dieser leiblichen, im phänomenologischen Sinne leiblichen Ebene suchen. Danke für die Klarstellung, denn ich hatte auch bei Ihren letzten Folien den Eindruck, dass da auch manchmal Körper und Leib so ein bisschen durcheinander gegangen ist. Also danke schon mal nochmal für die Klarstellung. Regine Carter hat ja auch Physik studiert. Vielleicht kannst du auf die physikalischen Implikationen noch ein bisschen eingehen, nämlich Quantentheorie und dann vielleicht sogar morphogenetische Felder. Alles ein bisschen viel, wird ein neues Fass, aber vielleicht in Kürze, Regine. Ich würde einmal sagen, von der Physik her, die Physik bleibt der objektivierenden Methode verpflichtet. Und da würde ich mich der Frau Hausmann auf jeden Fall anschließen. Und das habe ich auch im Vortrag gesagt, dass die Lebewesen Subjekte sind. Und ich würde da jetzt auch, habe in Grenzen auch sogar die Pflanzen mit einbezogen, in der Sensitivität, wie auch immer das jetzt genau zu verstehen ist. Das heißt, die methodische Barriere bleibt, dass ich auch in der Quantentheorie der klassisch naturwissenschaftlichen Methode verpflichtet bleibe, auch wenn ich die Experimentalanordnung in sozusagen die Reflexion mit hineinnehme, aber nicht den Beobachter als Subjekt. Der taucht nicht auf. Das ist das, wo auch Heisenberg viel für Missverständnisse gesorgt hat, als er gesagt hat, Trennung von Subjekt und Objekt ist sozusagen, wird aufgelöst. In dem Sinne wird sie nicht aufgelöst, als die Subjektivität, als Subjektivität mit ins Spiel bringt. Das heißt nicht, dass das, was von der Quantentheorie herkommt oder so, nicht etwas ist, was man einbeziehen kann und sollte. Ich würde es in vielen Bereichen tun. Aber ich würde an den zweiten Gedanken der Physik insofern anknüpfen, dass wir wissen, dass bestimmte Effekte erst bei bestimmten Größenordnungen wirksam werden. Das heißt, dass es für meiner Meinung nach trotzdem durchaus sinnvoll ist, auch im makroskopisch-lebensweltlichen Bereich diese ökologischen Fragestellungen, ethische Fragestellungen, ästhetischen Fragestellungen auch zu betrachten und nicht gleich sozusagen in Quantendimensionen zu entschwinden. Was ich sehr interessant finde, was aber jetzt in den Vortrag bei mir nicht reingepasst hat, das ist die Epigenetik. Wobei ich meine, das können Sie mit reinnehmen an den Stellen, wo ich von diesen Relationen gesprochen habe, die aktiv hergestellt werden. Oder auch insofern wiederum den Organismus selber auch mit modifizieren, physisch und psychisch, also in diesem sozusagen jetzt wirklich ganzheitlichen Sinne des Organismus als psychophysische Einheit betrachtet. Dann hat, glaube ich, auch eben gerade die Epigenetik hätte da sozusagen wirklich einen wichtigen Platz, weil sie deutlich macht, dass damit eben ja auch die Relationen des Organismus nicht nur auf materielle Relationen sind, sondern dass sich der Organismus, wie es auch die Frau Hausmann gerade ein bisschen vom Leib her gesagt hat, sich selbst auch psychisch überschreitet in die Umwelt. Und von daher auch, ich habe einmal gesagt, in sinnlich, auch die sinnlichen Qualitäten des Raumes mitbestimmt und umgekehrt natürlich auch von den sinnlichen Qualitäten mitbestimmt wird. Und sinnliche Qualitäten beinhalten immer sozusagen ein Wesen, das diese Qual ja auch wahrnehmen kann, perzipieren kann. Ja, vielen Dank. Letzte Frage, auch ganz kurz, vielleicht wäre auch nicht nur das, was jetzt Regine Carter gesagt hat, oder das, was Herr Müller-Alwart angeregt hat, vielleicht wäre auch der Zugang der teilnehmenden Beobachtung bei der Verhaltensforschung, wäre das nicht auch ein Moment, in dem man diese reine Objektivierung, diese distanzierte Wahrnehmung auch durchbrechen kann, indem man auch mit Empathie an Tiere, an Sozietäten rangehen kann, wäre das nicht auch nochmal ein Mittelbegriff, um diese Differenzen aufzugreifen oder aufzubrechen zwischen Objekt und Subjekt? Meiner Meinung nach ja, wenn ich jetzt erstmal antworte. Ich würde auch gerne noch was aufgreifen, was die Frau Hausmann reingebracht hat, die Leiblichkeit als sozusagen eine Möglichkeit, mit nichtmenschlichen Kreaturen zu kommunizieren. Denn meiner Erfahrung nach nehmen jetzt, ich sage jetzt mal etwas komplexere Tiere, die den leiblichen Ausdruck viel besser und sensibler war, als wir das als Menschen tun. Wir sind ja tatsächlich oft kognitiv verbaut, möchte ich was sagen.
Das heißt sozusagen minimale Gesten, denken Sie an Blindenhunde oder so, andere Tiere. Ja, da kann man es wirklich sehr gut nachvollziehen, aber auch andere Tiere, wilde Tiere jetzt im eigentlichen Sinne, beobachten sehr viel stärker sozusagen Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik und verhalten sich entsprechend. Das heißt entweder, wie Sie angesprochen haben, mit Angst oder auch mit Vorsicht, aber auch mit Zuwendung, mit Neugier. Ja, und gerade in, ich habe es selber oft auch erlebt, im Nationalparks mit jetzt wirklich wilden Tieren, die nicht in irgendeiner Form im menschlichen Umfeld gelebt haben, von Hasen über Rehe bis zu Schwarzbären, dass die wirklich dann auch neugierig sind und nicht mehr nur Angst haben vor Menschen, weil sie nicht gejagt werden. Und sobald sie diese geschützte Sphäre verlassen, also außerhalb zum Beispiel eines Nationalparks, wo gejagt werden darf, sehen sie kein wildes Tier mehr. Ganz frappierend. Ne? Also wenn man schon theologische Dimensionen mit reinnimmt, dann würde ich wirklich auch diesen Gedanken des Tierfriedens auch mal vielleicht mit stark machen. Zwar ist klar, es gibt keine harmonische Natur. Wir müssen alle leben, das ist uns allen klar. Das heißt, auch viele Tiere leben tatsächlich von anderen Tieren oder auch von Pflanzen. Aber grundsätzlich haben sie auch die andere Seite, sich neugierig zeigen zu können, vertrauensvoll zeigen zu können. Aber nur dann, wenn sie wirklich die Erfahrung machen, dass sie den Menschen nicht fürchten müssen. Dann kommt diese Seite auch zum Tragen. Ja, vielen Dank, Regine Kater. Frau Hausmann, möchten Sie noch ganz kurz noch was dazu sagen? Ja, also dieses Stichwort Tierfrieden, ne, also Jesaja 11 nehme ich sehr, sehr gerne auf. Also mir ist vor relativ kurzer Zeit erst noch mal deutlich geworden, vielleicht ist es auch schon irgendwie in der Exegese sozusagen schon mal dargelegt worden, aber für mich war es eine neue Entdeckung an diesem Text, dass es ja dann nicht nur darum geht, Konstellationen von Raub- und Beutetieren in Anführungszeichen aufzuheben, sondern dass man den Text vor allen Dingen auch in gewisser Weise als eine Anleitung dafür verstehen kann, wie solche Interaktionen wirklich vonstatten gehen kann. Also da geht es ja darum, ne, dass diese Tiere erstmal miteinander zusammen sind, ne, dass sie gemeinsam essen, dass sie ne, das Gleiche auch essen, dass sie miteinander spielen. Und das ist etwas, was man da vielleicht nochmal auch im Sinne von Despré vielleicht mit einfügen kann. Also der Text weist auch auf das Interagieren miteinander hin und auf Möglichkeiten, diese feindschaftlichen Verhältnisse abzubauen. Das finde ich höchst spannend daran. Das könnte ich hier noch anfügen, ja. Und vielleicht sollte man auch, wenn jetzt im theologischen Kontext daran erinnern, dass ja zumindest, soweit ich kenne, jetzt zwei Orden, die Zisterzienser und teilweise auch die Benediktiner, auch in der Tradition jetzt von Hildegard von Bingen, Vegetarier waren mit dem Gedanken, wir müssen zum Tierfrieden zurückkehren. Wir dürfen uns nicht am sozusagen am gefallenen Zustand orientieren, sondern als Christen jetzt speziell sozusagen sollten wir, wenn man diese Tradition, die biblische Lehre jetzt insofern jetzt mal wörtlich nimmt, sollten uns eigentlich sozusagen an dem paradiesischen Zustand wieder orientieren und da wurden die Früchte der Bäume uns zur Nahrung gegeben und nicht die Tiere. Die kriegen die Nahrung. Das Paradies war im Grunde vegan. Ne? Also das ist aber also, ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich die Zäsur machen. Es sind nicht alle Fragen beantwortet worden, konnte man auch nicht erwarten, vor allen Dingen, wenn man wirklich mit ganz ungewohnten Sichtweisen auch konfrontiert wurde. Aber wir haben ja hoffentlich, wenn es technisch geklappt hat, die Möglichkeit auch noch mal ein bisschen nachzuarbeiten und das noch mal neu zu bearbeiten oder auch heute Nacht noch sacken zu lassen und ein paar Fragen für morgen aufzuheben, denn morgen haben wir ja noch eine Abschlussrunde. Damit darf ich an dieser Stelle die Runde zunächst mal beenden. Ich darf mich bedanken bei Frau Hausmann, bei Frau Kater, bei Ihnen, beim Mittun, Mitdenken und Mitdiskutieren. Und im Fernsehen gibt es am Freitagabend immer so eine kleine Szene, so ein Spot. Endlich Freitag heißt es da. Und jetzt können wir vielleicht, oder viele von Ihnen haben jetzt vielleicht den Eindruck, endlich Freitagabend. Und den haben Sie sich tatsächlich gut verdient. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ausgang des Tages. Und wir sehen uns, wenn Sie wollen, morgen um 8.45 Uhr wieder mit einem kleinen Tagesimpuls von mir und dann um 9 Uhr mit dem Beitrag von Professor Potthast über Wildtiere versus Weidetiere. Wessen Interessen, wer wägt ab? Das deutete sich ja heute schon an. Das wird dann morgen bestimmt nochmal etwas ausführlicher und expliziter gemacht. Ganz herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.